So, schauen wir uns kurz in die Hauptstadt, um sie noch mehr zu ärgern. So, hier ist jetzt alles konvertiert, außer Lhasa, und Lhasa kann ich nicht konvertieren, richtig? Genau. Ja, ich habe eigentlich, obwohl ich könnte ihnen das Bündnis wegnehmen, wenn eine Festung fällt. Well, so viel zu Gusharat. Die wurden gerade gleichzeitig von... Oh, und ich habe noch beide bekommen. Oh, das ist bitter. Der Gusharat ist tot. So. Die Festung müsste alles mal fallen. Ach jetzt, Junge. Da ist keine Festung. Das belagert die natürlich meine ganze Welt, weil warum sollten sie auch nicht, gell? Danke. Ich echt schon von Glück reden, dass die Dingse nicht überholt hat. Schwere Geburt. Okay. Schade. Habe ich jetzt langsam geschaut, wäre es lustig gewesen. Vergesse ich jedes Mal.
Deli kommt nicht mehr aus seinen Rebellionen raus, scheint es. Bengalen ist sehr schön im Soldatentöten, das finde ich sehr schön. Die machen das sehr gut. Ja, Deli kommt nicht mehr aus den Rebellen raus irgendwie. Die Armee. Belager mal bitte Provinzen zurück. So, Mewat, du bist halt belagert, hast du keine Lust mehr. Sehr schön. Nehmen wir die ganzen Kleinstaaten raus. Zumindest teilweise. Dann sollte das Ganze schon noch möglich sein, auch wenn jetzt dann bald Gujarat weiß rausgeht. So. Bashta und Shalawar wären noch Leute, die man eventuell rausnehmen könnte. Ist die Frage, ob das den Aufwand wert ist. Gujarat ist eigentlich viel länger in dem Krieg drin, als sie sein sollten. Die hätten schon längst gehen dürfen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja schon nicht mehr verbündet sind. Der Satz war jetzt irgendwie nicht leicht für mich. Das Hauptproblem mit den kleinen Staaten ist, dass sie halt dieses Zeug hier tun. Dass sie da rumlaufen, um mich zu ärgern. Womit sie ja nicht Unrecht haben, das ist ja durchaus sinnvoll. Aber es nervt mich halt, weil es sinnvoll ist. Das Tatsache, dass es sinnvoll ist, ist das Problem. Nee, durch das, dass es mich nervt, ist es sinnvoll. So rum sollte man es formulieren. Ich weiß nicht, was du mit dir dran meinst, aber General, mein Kampfgeneral ist tot, oder? Weil ich den anderen weggeschickt habe. Ich hab's gesagt, als ich ihn weggeschickt habe, dass jetzt dann der stirbt. Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich will eigentlich nicht so viel Verwaltungspunkte Dings wegtun. Wäre auch zu schade gewesen, wenn ich mal eine Zeit lang den ordentlichen General hätte. Aber ich hatte ihn eigentlich zeitlang, darf man gar nicht mal so viel sagen. Geht ihr mal da runter, auf jeden Fall, dass die Deppen die Belagerung aufgeben. Kann der belagern? Nö, dann bleibt er da. Und wenn einer der Belagerung, wenn der gewonnen hat, dann möchte er oben wieder aufräumen gehen, deswegen. Das Zitat mit dem Zelda kommt eigentlich schon deswegen gar nicht mal so genial, weil wenn man bedenkt, dass ich ja in demselben Playthrough am Ende der... Ich kann nicht reden, das ist der Wahnsinn. In demselben Playthrough am Ende ja dann noch Söldnerkanonen ausgehoben habe, weil ich am Ende ja reine Söldnerarmeen teilweise hatte, weil ich hatte das Geld. Wie Gujarat halt wirklich noch Kriegsziele belagert, die sind doch echt... Also Gujarat ist echt MVP hier. Ich meine, sie helfen mir nicht, ja, die Tatsache, dass sie immer noch in diesem Krieg sind, ist eigentlich fast schon lächerlich. Ist mir gerade der andere General auch noch gestorben. Dann war es der hier, der gestorben ist. Vielleicht gewinne ich jetzt Kathmandu, bevor ich eine von den beiden gewinne. Ja,
Ja, und Po verliert einen Krieg, das ist schön, aber sie verlieren ihn nicht wirklich. Nicht verbündet sind die besten Verbündeten. Da hast du recht. Haha. Kathmandu ist die Festung. Die Provinz existiert nicht. Am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn die Bengalen wieder Armeen vernichten gehen würden. Wollt ihr euch vielleicht diese Armee hier anschließen? Ich glaube, ich muss. Ah, Gushat hat sich da noch rot zurückgezogen. Also Gushat hat sich echt gut gehalten. Also echt no hard feelings. Ich meine, die wurden ja von allem vernichtet, was irgendwie Rang und Namen hat. Und noch von ein paar Leuten, die nicht Rang und Namen haben. Ach ja, jetzt muss ich Festungen zahlen. Verdammt. Ich habe jetzt tatsächlich gerade eine größere Bengalenarmee. Sollte gewinnen, bevor die da sind. Das hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen. Ich habe die Armee da übersehen. Ohne die wäre es nämlich gegangen. So wird's knapp. Schaffe ich auch nicht. Naja, ob es jetzt ohne die 6. Armee hätte es gereicht. Aha. Müsste man irgendwann auch mal vorwärts kommen in diesem Dreckskrieg. Aktuell ist es halt nur hin und her geschaufle. Okay, also die Festung kriegen jetzt mal Bengalen. Damit ich mir hier ein bisschen Geld sparen kann. Einfluss, upsala. Da habe ich nicht gekriegt, dass sie so viel Einfluss brauchen dafür. Und vorher nachschauen sollen, aber das ist getan. So.
Seriously? Ja, die Rebellen halten sich da echt super. Ich soll nur, es sind leider Fanatiker, die sind nicht so interessant. Was machen denn die Bengalen jetzt? Nein, Bengalen, bleibt da. Ich brauche eure Truppen. Ah, sie haben schon gewonnen. Echt? Bin ich blind? Ah, da, Mewar. Schade, ein Provinzstaat. Was machen die Bengalen da, außer blöd rumlaufen? Okay, jetzt bewegen sie sich mal wohin. Hört doch auf wegzulaufen, bleibt doch hier! Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Egal. Okay, da unten unterwegs ist mal wieder was vernichtet. Wahrscheinlich will der jetzt Dings belagern. Die hier aus irgendwelchen Gründen, damit sie aus dem Krieg gehen oder was weiß ich was. Ist von Kusch hat überhaupt noch was übrig? Hohoho, die haben sie auseinandergenommen. Brutal. Ich glaube, das Gewinnste, oder? Muss ich mir hoffentlich keine Sorgen machen. Wird nix. Ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, komme ich bis hier runter mit Malwa. Wahrscheinlich hassen mich dann die Bachmanen. Ach Gott, die Bachmanen hassen mich sowieso, kann ich gar nicht umgehen. Ich werde nie wieder ein Bündnis schließen in diesem Spiel. Ihre Armeen da haben, wo sie mich am meisten den Weg umgehen. Oh Gott, das stimmt eigentlich so jetzt nicht, aber jetzt nerven sie mich wieder da oben. Die Bengalen laufen bloß blöd hin und her und tun nie was Sinnvolles. Das ist doch echt zum Kotzen. Weil es stimmt jetzt auch nicht, dass die Bengalen nichts Sinnvolles tun, aber irgendwie haben die Malwa immer Truppen da und irgendwie kämpfen sie nie und ja, meine, die machen eigentlich machen sie ja das Richtige. Dass sie sagen, sie... Dumme Leertaste. Dumme Leertaste, habe ich gesagt. Du kriegst ja nicht mehr AE, nur weil du kein Kriegsziel hast. Du kriegst halt die 20er AE fünf bevor Kriegsziel. Oder wahrscheinlich bin ich gerade total blöd.
Was? Bengale, töte mal bitte Menschen. Ich habe echt keine Ahnung, was der da rumläuft. Schlimm ist auch, dass hier alle 500.000 Festungen haben müssen. Die malwischen Truppen jetzt hin. Da, Bengalen, lauter Gegner, geh töten. Tu irgendetwas, hör auf, nur im Weg rumzulaufen. Die Janaga verbündet. Dieser Krieg macht mich fertig. Der hätte viel besser laufen können. Wäre kein Krieg ohne dass ich Rebellen töten muss. 23.000. Ach, jetzt komm. Ich höre jetzt echt auf. Verdammeledeit. Die Bündnisse sollen sie behalten, ehrlich gesagt. Geld kriegt hauptsächlich der Bengale. Lächerlich. Falscher Frieden. Genau, dann sollen die Rebellen sich selber drum kümmern. Welches Bündnis mit dem Bengalen? Die Malwa hatten die ein Bündnis mit dem Bengalen. Meinst du, als falls du Baklana meinst? Nee, Baklana ist ein Bündnis, sollen sie meinetwegen behalten. Baklana kostet sie einen Beziehungsslot, der gut weg ist für mich. Gott, kostet das Geld hier gerade viel, Bosco. Ich glaube, das mache ich so, dann nehme ich mir von dem das hier und dann schaue ich, ob ich eventuell irgendwie Ida angreifen kann und irgendwie an die Küste kommen. Das da ist Marwa. An Marwa komme ich nicht hin, weil ich keine Festungen habe. Und ich will jetzt keine Festungen belagern. Dann würde ich an Nagau rankommen, an Mewat und an Marwa. Ja, ich habe noch nie so ganz verstanden, wann die KI beschließt, dass er Festungen ignoriert.
Aber manchmal tut sie's. Das ist sowieso toll, weil ich das nicht mal koren kann. Ja, manchmal vergisst er das irgendwie. Das Spiel ist da manchmal ein bisschen weird. Irgendwie wirkt das alles blöd, egal was ich mache. Keine Chance. Keine Chance. Mal ordentlich was dafür bekommen. Kann ich nicht, weil er nicht genügend Einfluss hat. Und instant Hass. Seriously. Gott, das wird mir überhaupt nichts bringen. Ich sehe es kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dadurch wirklich viel genug gewonnen habe, dass ich sagen kann, es hat sich gelohnt. Vor allem, weil ich offenbar nicht den Hauch einer Chance habe, irgendwie gegen Ida zu kämpfen. Okay. Wir haben nur noch Multan. Die ist ein bisschen kleiner geworden. Weiß ich immer noch nicht, was ich da nehmen soll, ehrlich gesagt. Aber ich glaube fast, ich werde Richtung Autonomie gehen. Elf Monate. Super, er bringt mir beides nichts.
Wahrscheinlich zumindest. Ich kann keinen Anspruch auf Margau fingieren. Wenn ich da jetzt weniger als 11 Monate brauchen würde, was nicht passieren würde, könnte ich das hier und das hier fingieren, aber dummes Zeitalter. Ich glaube, ich gehe mit der Autonomie, das scheint sehr nützlich zu sein. Ach, ein Skuscherrad. Sehr schade, dass ich dieses Ziel nicht früher hab nehmen können, dass sonst hätte man damit echt noch was tun können. Das ist sehr, 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 sehr schade. Ich bin gar nicht so weit weg von England. Ich könnte Großmacht werden. So ein großer, ordentlicher Krieg gegen Jaumpo oder sowas. Kalinja? Mit Jharkhand und Bachmanis. Okay. Das könnte Bachmanis ziemlich verbrauchen. Du bist mit Delhi verbündet, was heißt das? Malwa hat außerdem noch Rebellen. So, Malwa geht gerade so ein bisschen kaputt. Das, damit kann man... Ah, jetzt ist es vorbei, verdammt. Damit kann man Ansprüche neben Ansprüche fingieren. Das heißt, wenn ich, dann hätte ich hier einen Anspruch fingieren, dann könnte ich hier daneben noch einen Anspruch fingieren können, weil hier ein Anspruch gewesen ist. Das ist extrem nützlich, damit kann man sich teilweise sehr interessante Kriegsziele zusammenfingieren. Also ich glaube, dass sie die nicht töten können, weil ihre Truppen hier sind. Ich glaube, ich lasse jetzt niemanden durch, damit Malwa nicht an diese Rebellen rankommt. Aber ich will Bachmanis durchlassen, damit sie mich nicht angreifen. Das kann ich jetzt abbrechen, weil damit kann ich jetzt nichts mehr tun. Vishanagar würde ihnen gerade nicht helfen, weil sie nicht mehr wollen. Da, wenn ich die Bengalen einladen könnte, das wäre der Hammer. Dumme Bengalen. Wie stark ist Delhi? Wahrscheinlich viel zu stark. 17.000. Delhi ist schwach. Das ist auch, dass man untertan billiger bekommen kann. Damit kann man Neapel als Dings übernehmen. Hat Delhi Darlehen. Delhi geht es wirklich nicht gut, aber ich will ja, dass sie Ida helfen. Ich will nur, dass die Bengalen mir helfen gegen Ida.
da eigentlich irgendein Ziel? Oh ja, konvertierte Provinzen. Kriege ich nicht. Kriege ich nicht. Vielleicht. Kriege ich nicht, kriege ich nicht, kriege ich nicht. Das wird ein schlechtes Zeitalter. Ich hoffe, dass die Mewa größer machen. Ich sollte wahrscheinlich ein Spionagenzweck gegen Mewa anfangen, damit ich Provinzen fingieren kann, wenn die Rebellen ihnen welche geben. Ich glaube zwar nicht, dass es so weit kommt, aber es wäre lustig, wenn. Nepal ist mit dem Ishinagarischen Rebellen. Du hast Bengalen verbündet. Kann ich mich denn noch mit irgendjemandem verbünden in dieser grauen, weiten Welt? Bündnis. Marwar Jarkand, mit denen war ich ja schon mal verbündet. Kalinja und Ida. Jarkand, wie steht ihr zu den Bengalen? Könnte man sich eventuell überlegen. Wer ist denn eventuell close? Mewa, Assam, Kutsch, Andhra, Kale, Bashta, niemand sonst irgendwie. Seriously, du zeigst mir jetzt im Tooltip nicht den Wert an, weil ich keinen Diplomaten habe. Dummes Spiel. Mewa Diplo vasalisieren. Ah, und es tötet. Du dummer Idiot! Warum tötet die KI dauernd die Rebellen von ihren Gegnern? Oh, ich habe jetzt ihre Kernprovinzen. Ups. So, das heißt, ich könnte Mewa werden. Existieren. Sollte ich gerade entlassen und spielen alt machen?